Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Letzte Woche war es mal wieder soweit, Leistungsdiagnostik in Köln. Ich bin also los, habe alle meine Sachen geparkt, mehrere Fahrräder und was man eben so braucht, Laufschuhe und so, wisst ihr ja. Die habe ich dann ins Auto, das Auto war ganz schön voll, die Fahrt war ganz schön lang, aber irgendwann bin ich dann von Bamberg aus in Köln angekommen. Ich bin ziemlich früh ins Bett, weil ich auch ziemlich früh aufstehen müsste. Kurz nach 5:30 ging es los. Am Anfang habe ich mich ganz schön rostig gefühlt, aber nach ein paar Schritten ging es dann. Die erste Leistungsdiagnostik hatte ich dann um 8 Uhr, also musste ich schnell irgendwie wach werden. Also habe ich mir das Gesicht gewaschen und dann wieder abgetrocknet. Dann habe ich mich auch schon einigermaßen wach gefühlt. Schnell die Kontaktlinsen rein, rechts, links, weiter geht's. Dann habe ich mir meine Athletic Greens gemischt, was ich jetzt schon seit fast einem halben Jahr jeden Tag in der Früh mache. Ja, ich muss sagen, mein einziges Nahrungsergänzungsmittel, was ich zu mir nehme, da sind 75 Mineralstoffe, Mikronährstoffe und einfach lauter gute Sachen und das alles in Grün enthalten. Über den Link in der Videobeschreibung hier unten drunter könnt ihr zu eurem Abo diese Travel Packs, wie ihr sie gerade bei mir gesehen habt, abstauben, sowie den Jahresvorrat an Vitamin D3. Dann habe ich nicht nur eine, sogar zwei weiße Semmeln gegessen und das Ganze mit Honig bestrichen ist jetzt nicht mega gesund, aber mein Magen verträgt es ganz gut und so wusste ich, dass ich dann gleich loslegen kann. Nachdem ich dann meine Athletic Greens getrunken hatte, habe ich in meine Semmel gebissen und die musste ich ganz schön lange kauen. Die war von gestern, also war die schon ein bisschen fester. Dann ging es auch schon los, zuerst aufs Fahrrad und dann am Tag danach aufs Laufband. Ich bin auch etwas schneller gelaufen als hier. Ja, sieht man leider nicht, müsst ihr mir also glauben. Die Ergebnisse waren auch wieder ganz okay. Ja, was sagt der Coach dazu? Wow. War okay. Schlecht war es nicht? Schlecht war es nicht? Die Ergebnisse der Leistungsdiagnostik werde ich noch ausführlicher im nächsten Video mit Sebastian besprechen. So, da jetzt die Leistungsdiagnostiken abgehandelt sind, ich habe das alles ein bisschen beschleunigt dieses Mal, denn ihr kennt das Prozedere. Jetzt fahre ich von Pro Athletes 40 Minuten ins Sportforum Büttgen. Die Adresse raussuchen. Und dann bin ich mal gespannt. Hier bin ich schon mal gut angekommen. Ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, wie viel Zeit und Möglichkeiten es zum Filmen gibt. Aber wir werden schon ein paar Aufnahmen sammeln, denke ich mal. Sebastian ist auch mit dabei. Und schauen wir mal, was wir hier für einen CDA uns rausquetschen können. Und das ist jetzt hier richtig schöner Sporthallen-Charme. Felix, erster Run ist durch. Die Nerven liegen blank. Also die Nerven liegen blank, vor allen Dingen, weil ich bin halt 70 km/h gefahren und die meinen hier knapp über 40 hier. Also was hier für ein Psychokrieg herrscht. Sie versuchen mich wirklich fertig zu machen. Ja, darum geht's alles eigentlich. Alles gut. Psychocamp in Köln. Alles gut. Also Felix, was machen wir jetzt hier gerade eigentlich? Was wir an der Aerodynamik verbessern können. An der Aerodynamik verbessern können. Ich hoffe einiges. Und planen so oder testen das Setup für Rot dann oder für die kommenden Wettkämpfer mit dem Hauptfokus Rot aus. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Jungs dann jetzt so hinzaubern. Genau, da wird schon geschraubt. Wir wechseln gerade die Extensions. Wir schauen mal, was da heute Immer tiefer, je aerodynamischer, desto besser. Es zählt nicht, ob du hinten noch laufen kannst. Radsplit ist das Entscheidendste. Ja. Also lang und tief. Lang, tief, so eng wie es geht, so schmal wie es geht. Kennst du die Position von Remco? Hier hin, da musst du hin. Okay. Ja. Du musst dir einfach auf Google die Fotos suchen und das nachbauen. Also es war ein langer Tag, viele Runden und Lukas wird euch jetzt einen ganz kurzen Rundown geben, was wir gemacht haben und Ergebnisse vielleicht auch schon. We will see. Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend heute. Wir haben bei Felix, der gerade Tobi hinter mir herfährt,
Wir haben ausprobiert, ob eine Position, die flache Extensions-Position, also das flache, wie Seebikini so ein bisschen das Einfallen, ob diese Position schneller ist oder halt die Sync-Position, diese High-Rise, dieses, was man gerade modern sieht, diese Praying Mantis-Position, ob die vielleicht schneller ist. Das Ganze dann kombiniert mit verschiedenen Helmen und Trikots. Und natürlich kann ich dir noch keine Ergebnisse sagen. Das werden wir noch alles in Ruhe auswerten. Und dann kriegst du eine schöne tabellarische Liste, die wahrscheinlich dann so die ersten Interessierten dann nochmal zu Gesicht bekommen. Das ist gut, denn die Deutschen lieben Listen, am besten in Excel und möglichst kompliziert. Also von daher, denke ich, werden sich viele freuen und sobald das dann alles eingetütet ist, werdet ihr das sehen. Also ich muss zugeben, ich bin ganz schön K.O. jetzt auch. Gestern Radtest, heute Lauftest, jetzt die Aerotests und viel Neues heißt ja auch immer irgendwie viel Hirn und so, dass man auch mal anstrengen muss, konzentrieren. Ein bisschen Furcht einflüssen, die Radbahn am Anfang, aber auch das hat man dann doch irgendwie, habe ich dann doch irgendwie auch bewältigen können und macht dann schon auch Spaß und man fühlt sich einfach absurd schnell. Genau, das waren die Tage hier bei mir in Köln. Jetzt werden die nächsten 2-3 Tage lockerer, das Wochenende wird locker und dann geht's nächste Woche mit dem nächsten Trainingsblock los. Ich bin gespannt.